lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir hören ein solches Wort aus der Bergpredigt. Inzwischen sind wir ja schon darauf eingestellt, dass wir immer wieder einen Abschnitt sonntags aus dem Mund Jesu zu hören bekommen. Wir hören das. Und dann beginnen die kleinen, aber feinen Mechanismen, an die wir inzwischen so gewohnt sind. Ja, ein toller Text. Ist großartig. Und dieser tolle Text ist ein so hohes Ideal. Unglaublich. Ganz wunderbar. Ein Herzstück des Evangeliums. Und wir könnten noch 10 solcher Beobachtungen in den schillerndsten Farben und im grellsten und hellsten, leuchtendsten Licht machen, um dann irgendwann mit unserem kleinen lauten Aber zu kommen. Ja, aber solche Ideale sind unerreichbar. Feinde lieben. Oder einem, der mir was wegnehmen will, der mir wirklich böse will, dem auch freiwillig mehr zu überlassen. Also, wo kommen wir denn da hin? Sollen wir Kinder so erziehen? Kann man das Kindern überhaupt sagen, so ein Text? Ist gemeingefährlich. Da löst doch alles auf. Ich will unseren Blick heute Morgen lenken auf Ereignisse von vor 2 Jahren. Denn wenn man jetzt zu dem Evangelium die Geschichte eines Heiligen erzählt, dann heißt es, naja, das sind ja auch Heilige. Also ich will die Geschichte noch einmal in Erinnerung rufen, die wir vielleicht selber noch erinnern können. 2 Jahre ist noch ein Zeitraum, den man einigermaßen überblicken kann. Im Februar vor 2 Jahren ist ein Video aufgetaucht. 21 ägyptische Gastarbeiter wurden vom IS in Libyen, wohl bei Tripolis, an den Strand des Mittelmeeres geführt. Man kann dieses Video heute noch abrufen im Internet. Und es war eine Botschaft an Christen damit verbunden. Und diese Arbeiter, die in Libyen gearbeitet hatten als Gastarbeiter, waren auf dem Weg nach Hause, zu ihren Familien, nach Ägypten. Sie wurden gestoppt von den Terroristen, entführt, vorher gefoltert. Sie wurden gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören, aber das taten sie nicht. Also wurden sie hingerichtet. Man hat ihnen die Gurgel durchgeschnitten, den Kopf abgetrennt und das Ganze gefilmt. Sie konnten in die Gesichter sehen. Keine Verzweiflung. Eine Stimme war noch zu hören: Herr Jesus, erbarme dich unser. Im gleichen Jahr, nach diesem schrecklichen Geschehen, hat der Kardinal aus Wien, Schönborn, bei einem Ägyptenbesuch die Familien besuchen können, dieser Märtyrer. Die ägyptische Kirche, die Kopten, haben sie zu Heiligen erklärt, zu Märtyrern. Und ich will Ihnen ein paar Sätze vorlesen von dem Erfahrungsbericht, den der Kardinal dann seiner Gemeinde mitgeteilt hat und uns auch heute mitteilt. Er sagt: Ich durfte im vergangenen Oktober, also das war dann 2015, die Familien dieser Märtyrer in Oberägypten besuchen. Es war eine unvergessliche Erfahrung. Ich bin den Witwen begegnet, lauter junge Frauen mit ihren Kindern und den Eltern der Märtyrer und ihren Geschwistern. Keine Spur von Hass. Keine Spur von Hass. Keine Spur von Rachegelüsten. Nur Vergebung und Fürbitte. Der Fotograf, so der Kardinal weiter, der Fotograf, der mich begleitet hat auf dieser Reise, sagte: Ich traue mich gar nicht, die Fotos von diesen jungen Witwen bei uns zu veröffentlichen. Denn es kann doch nicht sein, dass Frauen, die gerade ihre Männer in so grausamer Weise verloren haben, ein solches Leuchten in ihren Gesichtern haben. Aber das ist es genau das, so Schönborn weiter, was uns alle so bewegt hat und was wir erleben durften. Es ist wie beim Martyrium des Stephanus. Sein Antlitz leuchtete wie das Antlitz eines Engels. Ein Leuchten. Es ist nicht Hass,
Es ist Schmerz, es ist Trauer, aber es ist ein Leuchten. Liebe Schwestern und Brüder, wer uns einreden will, dass die Worte der Bergpredigt von der Feindesliebe, vom Hass, vom Überlassen, vom Mehr geben als gefordert ist, ein irgendwie unerreichbares Ideal wären, der lügt. Es ist kein unerreichbares Ideal. Das hier, dieser Erfahrungsbericht, ist ein Bericht über einfache Menschen, einfache Familien, Frauen, Eltern, Geschwister, Kinder von Gastarbeitern, die ins Nachbarland fahren müssen, um das Brot für ihre Familien zu verdienen. Keine Intellektuellen, keine Funktionäre, einfache Menschen, einfache Christen. Wie kommt man dann dazu? Wie kommt man an dieses Leuchten, liebe Schwestern und Brüder? Wie kommt man dahin, das Wort Jesu schlichtweg ernst zu nehmen und es zu leben? Ich glaube, dass wir das neu lernen müssen. Und zwar von den einfachen Menschen, etwa von jenen hier in Oberägypten. Denn dieses Leuchten ist ansteckend. Dieses Leuchten kommt genau daher, dass ich ein Wort Jesu nehme, und wenn es nur ein einziges ist, und nehme es ernst und lebe es. Ich setze es in die Tat um. Ich rede nicht darüber. Ich passe es nicht der jeweiligen Zeit an. Ich rede nicht von Idealen, die man doch nicht erreichen kann. Wir sprechen in vielen Gruppen darüber und machen dann Beschlüsse und drucken dann Papiere. Das ist diesen Familien vollkommen unbekannt. Diese Familien leben in einer Kirche, deren Papst, Schenuda war das noch nicht, Tavatros jetzt, seiner Kirche, wenn man so will, eine kleine Rosskur verordnet hat in Ägypten. Wir brauchen gute Schulen, wir brauchen eine profunde Katechese, die Menschen müssen Rechenschaft über ihren Glauben abgeben können. Und wir brauchen eine Liturgie, die Menschen öffnet für die größere Wirklichkeit Gottes, die sie hinüberzieht in die Wirklichkeit Gottes, die die einzig wahre Wirklichkeit ist. Das ist das, was Paulus uns heute in der zweiten Lesung nahebringen will. Alles gehört euch, wenn alles zu Christus hingeordnet ist, wenn ihr euch dorthin ziehen lasst. Diese Entscheidung von vor 30 Jahren hat offenbar, wie man an diesen Familien sehen kann, Früchte getragen. Ob wir daraus etwas lernen? Und ich meine jetzt gar nicht wieder so im großen gesamtkirchlichen Rahmen. Diese Familien leben mit der Kirche, aber was heißt das denn? Es heißt doch nicht, dass wir die neuesten Meldungen verfolgen, was über den Papst und was über die Kardinäle und welche Auseinandersetzungen es gab und welche Personalernennungen es wieder gab. Wir verlieren uns darin. Es ist geradezu dämonisch, das zu verfolgen. Wir werden abgelenkt vom Eigentlichen, liebe Schwestern und Brüder. Abgelenkt vom Eigentlichen. Mit der Kirche zu leben heißt, sich darum selber zu bemühen, den Glauben zu vertiefen. Den Glauben zu vertiefen. Nicht Infos über den Glauben, sondern den Glauben zu vertiefen. Heißt, in eine Atmosphäre einzutauchen. Heißt, den Gottesdienst mitzufeiern. Heißt, keinen Tag ohne Evangelium zu leben. Keinen Tag. Was ist das für ein Christenleben ohne Evangelium? Es ist keines. Und dann wirkt dieses Evangelium. Es ist kein leeres Wort, das uns gesagt wird. Nicht irgendwie eine nette Hintergrundausmalung, damit wir uns auch noch wohlfühlen in unserem Leben, so wie wir uns das gerade eingerichtet haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Alle. Ich schließe mich nicht aus. Dieses Wort wirkt und es prägt uns. Und wir müssen uns von diesem Wort ziehen lassen. Ziehen und prägen lassen, dass wir imstande sind, es zu leben. Wie jene 21 Märtyrer und ihre Familien. Ohne Hass, ohne Rache, mit einem leuchtenden Gesicht, in aller Trauer und in allem Schmerz.